dieser Schornstein, ich glaube, war 150 Meter hoch oder irgend sowas, stand groß CFK dran. Was man sieht auf diesem Schornstein, ist ein Kunstfoto, da hat ein Kunstfotograf fotografiert. Neben der letzten Taube, die dort fliegt, weht eine Fahne. Sieht man nicht so ganz so deutlich, aber ist so. Ist eine schwarze Fahne, die 1993 dort aufgehängt worden ist, als der Beschluss bestand, die Fabrik zu schließen. Die Kollegen in diesem Betrieb, im Energiebetrieb, haben daraufhin diese schwarze Fahne dort aufgehängt. Und die hat ungefähr ein halbes Jahr dort gehangen, ohne dass sich die Geschäftsleitung getraut hat, die entfernen zu lassen. Große Form des Protestes hat es, also Betriebsbesetzung oder so Geschichten, hat es da nicht mehr gegeben. Ansonsten gab es eine sehr gespaltene Haltung auch der Bevölkerung und der Politik in Bezug auf die Existenz dieser Fabrik. Weil es gab einen ziemlich harten Druck auf die Umweltbelastung, die die Fabrik verursacht hat, wo dann die Politik ziemlich entschlossen war, diese Fabrik aus dem Stadtteil entfernen zu lassen, um eine umweltgerechtere Atmosphäre zu schaffen. So ist uns das gegangen und das war die Geschichte der chemischen in Kalk. Danke.